Herzlich willkommen bei mir auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns den Trooper von LucoSteps an. Den gibt es bei Benadee 3D zu kaufen in kleinen Einzelteilen. Der muss dann auch noch beklebt werden. Aber auf jeden Fall gucken wir uns mal die Qualität an. Okay, das ist der Trooper von LucoSteps. Hier steht RFL 3C. Ja, kann man sich denken, was man will. Auf jeden Fall schauen wir erstmal nur nach der Qualität. Auf jeden Fall erhaltet ihr erstmal unten die Beine inklusive Torso als ein Stück. Auch hier eine sehr gute Qualität. Kann man nicht sagen. Schön gemacht. Dann haben wir hier den Center Torso vom Mac. Ne? Super. Also auch da sehr gute Qualität. Hier oben passt alles nicht schlecht. Ein paar schöne Details sind mit dabei. Ne? Und dann haben wir hier beide Waffenarme. Auch die sind ja super ausgearbeitet. Kann man auch nichts sagen. Ich finde die zwei Schlitze hier vorne schön gemacht. Also das ist dann wirklich wie so ein richtiges, ja, 100 mm Geschütz, so 150 mm Geschütz. So, das Ganze wird sich dann relativ schnell zusammenbauen lassen. Das werde ich dann mal machen und ich zeige es euch, wie es im Endeffekt dann ausschaut. So, da hätten wir den Trooper zusammengebaut, war recht easy. Ihr habt ihn quasi in einer knienden Position, sozusagen wie ja, Scharfschützenposition oder er möchte einen sicheren Schuss abgeben. Also nicht schlecht, auch von den Details einwandfrei. Was kostet dieser ganze Spaß? Circa 10 Euro bei Benadee 3D. Vielen Dank nochmal, Benny, dass ich den hier mal euch vorstellen durfte. Gut, das war's dann für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bleibt gesund und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Ciao, ciao, bye, bye, sagt euer Ulrich. Macht's gut, Leute.